Willkommen zurück hier in Irland bei Assassin's Creed Valhalla. Schauen wir mal, was hier zwischen Vater und Sohn los ist. Siegfried! Mein Sohn hat sich wie der nächste König zu verhalten und sich nicht im Dreck zu suhlen. Ach, also nimmt Flan dich zum furzenden Possenreißer? Denk mit deinem Kopf, nicht mit deinem Arsch. Flan kann meinen Thron sichern, der eines Tages dein sein wird. Das macht dich zum Arsch. Genug! Eivor, mein Sohn, Siegfried. Entschuldige mich, ich muss den Kopf frei bekommen. Sprichst du bitte mal mit dem Jungen? Hi. Ich habe mich darauf gefreut, den Sohn meines Vetters kennenzulernen. Ah, du bist also der Vetter, von dem mein Vater so schwärmt. Ist es schon so weit, dass der alte Wikinger einschiffen lässt? In Nordwege legest du bereits auf dem Boden. Dann komm doch, wenn du Ehre im Leib hast. Wie du willst, Kleiner. Du wirst nicht einen Treffer landen. Hohoho! So, Junge. Ich sollte dir wohl danken, dass du mich nicht blutig geschlagen hast. Ich bin nicht hier, um mit dir zu streiten, Siegfried. Vater spricht so lobend von dir. Ich wollte sehen, ob du den Geschichten gerecht wirst. Wer wird das schon? Ein Besuch in Nordwege könnte einem jungen Drängar Gutes tun. Ich täte nichts lieber, als mit Vater zu gehen. Vielleicht würde die Heimat seinen Kampfgeist entzünden und Tiflin einen starken König schenken. Okay, klingt, als wäre kein guter... Bist du mit der Herrschaft deines Vaters unzufrieden? Er hat, was ein guter König braucht. Aber... stattdessen gibt er lieber den schmierigen Händler. Okay. Ich habe deinen Vater verloren. Weißt du, wo er sein könnte? Er wollte den Kopf frei bekommen. Das heißt, er besucht Großvaters Grab. Er spricht fast jeden Tag mit ihm. Baröd kann mit den Toten reden? Nein, seine Gespräche sind einseitig. Das Grab ist oben auf dem Hügel. Ich finde ihn schon. Danke, Siegfried. Okay, der Junge... Eivor, bring mir irgendwann bei, wie man so zuschlägt, ja? Der Junge scheint ja doch ganz in Ordnung zu sein. Okay. Gut. Karte. Oh, hier ist ein Bild. Will ich mir das angucken? Ah, jetzt habe ich schon... Okay, jetzt habe ich schon gesehen. Eigentlich wollte ich mich... Nett. So, das Grab wird hier oben irgendwo sein. Ich würde da sagen, wir holen uns erstmal hier den Aussichtspunkt. Dann können wir im Notfall schnell wieder hier hinreisen. Oh, schaut mal, was... Oh. Ein, Ach Gott. Ein Irish Setter. Ein irischer Setter. Müsste das sein. Wir sind ja in Irland, also... Sollte das doch hinkommen, oder? Na, schau mal, wie kommen wir... Kann ich hier reinpusten? Nee, schade. Schade. Gut, wo ist denn... Da oben. Wie kommen wir da hoch? Wartet mal, lass mal kurz... Oh, ernsthaft, kommt uns... Na, du bist ja anhänglich. Nochmal. Oh. Ja, müsste ein irischer Setter sein. Gehe ich aber stark von aus, weil... Irland und so, ne? So, und jetzt Hund hast du verloren. Oh, schau mal, du ja da... Ach ja, manchmal macht es Spaß, einfach mal ein bisschen gemein zu sein. Na gut, ich glaube, hier springe ich besser nicht runter, das könnte wehtun. Hi! Hier ist auch direkt ein Laden in der Nähe, das ist gut. Oh, hier können wir auch trinken. Aber ich glaube, falsches Spiel. Urlock können wir nicht spielen. Kann ich dir so. Hm.
Er ist auf einem Hügel beim großen Baum. Ja. Hey, schau mal, er war auch von Räder, Leute, okay. Da ist ein Laden. Ich gehe mal eben hin, mal gucken, ob wir da unten, ob wir ein paar Sachen verkaufen können, die wir nicht brauchen. Hi. Hallo, servus, lass doch nicht stören, hallo. Hey, vielleicht können wir den Jungen ja hinterher mitnehmen. Oh. Ich hoffe, das Huhn ist nicht sauer. Nee, scheint's. Wie kommen wir hier rein? Hier ist ein Eingang. Hallöchen. Guten Tag. Mal gucken, was du hast. Ha, der hat auch so ein Ding. Alter, ich habe fast kein Geld. Ja, das kaufe ich mir trotzdem. Kann ich holen, wenn du magst. Danke. Das sieht sicher super aus. Ah, hier. Kriegerträne. Okay. Ja, ich würde einfach sagen, wir verkaufen Plunder. Kann ich gebrauchen. Das ist gut. Willst du das kaufen? Ja, wir haben so viele Frisuren hier. Vielleicht irgendwann mal. Etwas. Vielleicht irgendwann mal. Ich muss gehen. Bleib gesund. So, okay, wir haben nur 7. Ich habe echt fast kein Geld mehr hier, meine Güte. Ja. Das Flussraubzug. Oh, okay. Das hat sich gar nicht um. Ja. Okay, egal, wir machen jetzt trotzdem hier. Wir machen jetzt erstmal schön hier mit Irland weiter. Was sagt eigentlich. Okay. Ach komm. Wir gehen einmal saufen. Einmal im Saufen und dann gehen wir mal gucken, ob wir ihn da oben finden. Dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen Story. Wer bist du denn? Ach, Schmied, hä? Hallo? Was kann ich an diesem schönen Tag für dich tun? Sag mir doch nochmal, was du hier machst. Wenn du Waffen oder Rüstungen verbessern oder schmücken willst, ich bin zur Stelle. Schmücken? Zeigst du mir deine Waren? Ach so, da steht nochmal Schmied, okay. Das ist der stinknormale Schmied hier, gut. Na, okay. Und ab in die Schlacht, was? Ja, so ungefähr, ne? Ciao. Ich muss los. Bis bald. Wo ist da hinten? Oh, Pfeile, wunderbar. Die nehme ich natürlich gerne mit. Vielleicht einmal draufhauen? Boah, ich glaube, ich bin einmal komplett im Kreis gleich gelaufen. Naja. Egal. Hier. Mit dir können wir es auch. Du kannst. Ah, ist dein Durst auch so groß? Der Sieg ist dein, wenn du es schneller runterkippst als ich. Lass dein Silber sehen. Was wäre ein Trinkspiel ohne Wetteinsatz? Genau, ein bisschen Geld verdienen. Nun denn, Skull! Skull dich selber. Mal schauen, wie viel. Wie viel haben wir denn hier? Okay, das ist leicht. Gewonnen. Niemand ist so durstig wie du, Krenger. Wunderbar. Okay. Hier oben müsste der sein. Gehen wir da mal hin. Der, hier können wir wahrscheinlich auch nichts machen. Der wird wahrscheinlich auch nichts Neues. Hi. Komm, sieh dir all meine Waren an.
Ja. Kann ich dir noch etwas anderes unterjubeln? Zeig mir, was du anzubieten hast. Ja, unsere ganzen Reittierchen hier. Den Wolf, den wir am Anfang hatten. Da hatten wir den eine Zeit lang. Jetzt haben wir gerade den. Ach, schaut mal. Und wie heißt der hier? Ah, da haben wir noch einen. 800 wird der kosten. Ich glaube, ja, hier gut, Geld ist so eine Sache gerade aktuell, ne? Ich hab hier kein Geld. Hast du dir auch alle meine Angebote angesehen? Ja, und tschüss. Nun muss ich gehen. Auf bald. Ich hab irgendwie. Ich hab's geschafft, dass wir kein Geld mehr haben. Das ist gut. Ja, ich brauch's ja auch eigentlich nicht. Muss mal gucken, wie wir hier aus der Stadt rauskommen. Wartet mal. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Hallo? Weg mit der Karte. Oh, ne, schau mal, ich bin wieder hier, wo wir am Anfang waren. Das war jetzt so auch nicht geplant. Ja. Na gut, dann gehen wir halt. Dann gehen wir halt mal wieder über die Mauer. Oh, ein paar Edelsteine. Nehmen wir mit. Rums. So, da oben wird er sein. Ich will gar nicht wissen, wie du hierher kommst. Oh. Los. Ja, sag ich ja da oben. Warum so unruhig? Ein König muss immer auf der Hut sein. Wenn ich bedrückt oder unsicher bin, komme ich hierher zum Geist meines Vaters. Ich habe nicht mal nach ihm gefragt. Irgendwie wusste ich das. Vor einigen Jahren. Es war ihm bestimmt, im Kampf zu sterben, und so geschah es. Nun sitzt er an Odins Seite. Meine Familie schuldet deiner so einiges. Der Winter, als deine Familie kam, um bei uns zu leben. Ich erinnere mich an deine Geburt mit dem Schrei eines Kriegers. Das Seuchenjahr. Niemand nahm uns auf. Nur deine Eltern. Ich verdanke deiner Familie mein Leben. Und welch Leben wir hatten. Ich habe teure Erinnerungen daran, wie du dich zur Jagd hinausschlichst. Mitten in der Nacht. Sterne am Himmel, Mondlicht auf Schnee. Und so bekam ich die Narbe. Das tut mir leid. Was ist mit der auf deiner Wange? Die? Eine Warnung der Götter ob meiner Eitelkeit. Komm, wenn wir alle unsere Geschichten erzählen, sind wir eine Woche hier. Siehst du etwas? Nur in meiner wilden Vorstellung. Doch gehen wir trotzdem. Moment mal. Seltsam, wie ein kleines Geräusch einen Mann so aufwühlen kann. Bei Thor's Hammer, ich könnte eine Woche durchschlafen. Nicht mehr so ausdauernd wie damals, was? Als wir nachts auf die Jagd nach Irrlichtern gingen. Haben wir je eins gefangen? Ich erinnere mich da an was. Ah ja. Arud Ivarsson, ergib dich uns! Was? Sofort! Ergreift ihn! Kesselt ihm die Hände! Wer sind diese Männer? Du verfluchter Bastard! Hm?
waren die? Ich bestieg den Thron nicht unangefochten. Thorstein, der Sohn des vorherigen Königs, trägt es mir nach. Davon hattest du nichts erzählt. Du bist zu Gast. Es ist unschicklich, dich mit nichtigen Sorgen zu belasten. Nichtige Sorgen? Jetzt weiß ich, warum du den Abend über so angespannt warst. Ja, es beunruhigt mich schon. So verwegen war er noch nie. Hält er dich für einen Thronräuber? Möglich, aber er scheint ihn gar nicht haben zu wollen. Er gibt sich damit zufrieden, mit seiner Schlägerbande zu schmuggeln und zu stehlen. Nur kleine Wikinger-Raubzüge, aber sie lassen mich in Flans Augen in schlechtem Licht erscheinen. Okay. Schärfe deinen Blick. Heute Nacht sind Räuber unterwegs. Verlass dich auf mich, mein König. Was? Ihr wisst doch, dass ich Feiern immer zuletzt verlasse. Was ist geschehen? Wir wurden von Thorsteins Männern überfallen. Widersacher, von denen ich nichts wusste. Kaum überraschend, dass König Flan dich nicht willkommen heißt. Du beherrschst nicht einmal die Wikinger in deiner eigenen Stadt. Thorstein lässt mich noch nichtsnutziger aussehen, als ich es eh schon tue. Ups. Ich verstehe. Es ist die Ungnade des Hochkönigs, die das beschämt macht. Ich werde mich um Thorstein kümmern, Vetter. Nein. Ich will dich nicht in diese elende Geschichte hineinziehen. Vielleicht zieht er sich für Silber zurück. Ja, vielleicht für eine Woche oder zwei. Dann kommt er wieder und wieder. Ich kann diesen Schandfleck ein für alle Mal loswerden. Eivor, dies ist nicht dein Kampf. Bei allen und jedem deiner Götter, Barret, lass Eivor dir helfen. Ab diesem Augenblick gehört mein Arm dir. Was auch nötig ist, dass Flan dir zulächelt, werde ich tun. Eivor. Ich war noch nie so glücklich. Deine Familie rettete vor langen Jahren die meine. Eine passende Antwort wäre es, deinen Thron zu sichern. Ich fange mit Thorstein an. Es könnte sein, dass Siegfried etwas weiß. Er war einmal Teil von Thorsteins Bande. Leider wahr. Suche ihn morgen auf dem Marktplatz auf. Nach einer durchzechten Nacht erholt er sich meistens dort. Wir werden bei Sonnenaufgang beginnen, ein Band mit Hochkönig Flan zu knüpfen. Okay, wie auch immer er das jetzt vorhat. Atlas, verwendet. Ich sagte, ich würde Siegfried auf dem Marktplatz finden. Ich muss mehr über Thorstein erfahren. Hä? Schwupp! Bitte was? Wir haben einen Lux Moment mal. Ich glaube, wir machen mal ganz kurz einen Abstecher zum Stall. Ist das jetzt im Ernst jetzt? Lux? Das will ich mir angucken. Das will ich mir angucken. Hey, Stallmeister, wo bist du? Ja. Hi. Willkommen, willkommen. Yeah. Schau, was ich für dich habe. Yeah. Was kannst du mir heute anbieten? Tatsache. Weißer Zahn, Lux. Sicher, dass du alles hast, was du wolltest? Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Okay. Sieht. Na, schau mal, hier haben wir ein paar Sachen. Decken sich hier so nach und nach schon auf. Los doch, fordere mich heraus! Haben wir doch schon, du. Ach, jetzt springt er nicht. Na gut. Dann bleib halt hier oben stehen. Jetzt haben wir einen Lux. Warum nicht? Wenn ein
Okay. Ich werde es nie lernen. Morgen, Siegfried. Ava, die Nacht war hart. Ich habe zu viel getrunken und nun versuche ich, meinen Bauch zum Schweigen zu bringen. Deinem Bauch kann ich nicht helfen. Aber kannst du mir erzählen, was du über diesen Thorstein weißt? Ah, Vater hat dir wohl erzählt, dass ich mich ihm mal anschließen wollte. Er ist ein echter Wikinger, wie du, nur lauter. Du durftest nicht mitmachen? Ich war zu jung und schlaksig. Amar wollte mir noch nicht mal zeigen, wo sein Versteck ist. Erzähl mir von dieser Amar. Sie mag Bier so sehr wie Kätzchen Milch. Sie verbringt ihre Zeit beschwipst am Hafen und macht sich dort an die Leute ran. Ich spreche mit ihr. Vielleicht bereut Thorstein es noch, dich nicht in seine Bande gelassen zu haben. Hör mal, wenn du schlau bist, legst du dich nicht mit Amar an. Sie ist eine wilde Kämpferin. Ja, schauen wir mal. Flieg, Freundin. Moment, wo bin ich? Da. Bin da, da, okay. Ja, da haben wir doch schon gefunden. Die lässt sich ihr Ale schmecken. Das ist Amar. Hi. Was trinkst du denn da, Dränger? Das stärkste Ale der Stadt. Ich mag starke Dinge, also hast du meine Aufmerksamkeit. Was tust du hier, Schätzchen? Ich bin auf der Suche nach gutem Trunk und Gesellschaft. Da hat es dich in die richtige Schenke verschlagen. Ausgezeichnetes Ale und noch bessere Unterhaltung. Das Ale führt zu Gesprächen und die führen zu... Wer weiß? Finden wir es heraus. Ist ja nur ein Zeh, oder? Dann fängst du an! Okay. Shit. Da war. Da. Wunderbar. Mehr hast du nicht drauf. Wie ungezogen. Du bist eine anziehende Frau. Wie verbringst du deine Tage? Vielleicht hast du von Thorstein gehört? Ich bin eine seiner engsten Freundinnen. Ich hörte tatsächlich von ihm. Beeindruckend, dass er dir vertraut. Er ist wie ein Bruder für mich. Ein nicht gerade heller Bruder. Er hat mir einen Schlüssel zu seinem Geheimversteck anvertraut. Dein Geheimversteck? Das würde ich nur zu gern sehen. Im Bereich Dubgalbaye? Tut mir leid, Thorstein würde nicht aufhören zu schmollen. Vielleicht möchtest du aber für ein Mal bleiben? Ich bliebe lieber für etwas anderes. Ich kann kaum erwarten zu erfahren, was das ist. Aber erst einmal, mir geht es nicht so gut. Ich bewege mich besser etwas. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Ich muss hier diesen Schlüssel abnehmen. Wenn ich vorsichtig bin, dann gehe ich einen Kampf. Und auf einmal war Misstrauensgebiet, das ist so geil. Aber wie soll ich denn an ihr rankommen, ohne die Leibwachen hier... Wer will denn so mal jetzt fertig aufsetzen?
Amar, Amar, du bist zu vertrauensselig. Dein Schlüssel ist mein. Jetzt muss ich nur noch Thorsteins Versteck finden. Was siehst du, alte Freundin? Okay, da, ich würde sagen, dann gehen wir da oben direkt über den Baum, ne? So. Strecke deine Flügel, Sühnen. Zeig mir, was vor uns liegt. Ist dies das Versteck, von dem Amar sprach? Okay. Du bekommst Besuch, Thorstein. Müsste hell genug sein. Geworden. Sollen wir nach ihr suchen, Thorstein? Sie bringt mich zur Weißglut. Nein, geht weiter euren Aufgaben nach. Sie kommt schon noch. Wir sollen ihn gefangen nehmen, okay? Jetzt hab ich dich, Thorstein, mein Freund. Sei einmal in deinem Leben kein Hasenfuß. Hallöchen. Wer? Wie hast du es hier reingeschafft? Dass du dich mit Barret Ivar schon angelegt hast, war ein Fehler. Oh Götter, willst du mich töten? Mein Kopf irgendeinem irischen Herrn überreichen, dem ihr beide dient? Ich diene keinem irischen Herrn. Ochsenscheiße, wenn du nordische Ehre im Leib hättest, würdest du diese stinkenden Gottfresser von der Insel jagen. Der König Düflins sollte sich um seinesgleichen kümmern, nicht den Säuen in den Arsch kriechen, die unsere Vorfahren töteten. Ja, schließ dich mir an. Ich könnte jemanden mit ordentlich Mumm gebrauchen. Und es lohnt sich. Sei still. Ich erbarme mich vielleicht deiner. Okay, das geht auch nicht. Ernsthaft, wir müssen... Oha, es könnte interessant werden. Oh, warte, kann ich das hier lesen? Brief von Kettil Flachnase. Thorstein, wenn du es müde bist, den Tölpel in deinem geliebten Irland zu geben, komm auf die vertrauten Inseln im Norden. Ich werde dir Krieger, Boote
und ein paar Acker Land zum Heim geben. Du kannst nach Begehren deines schwarzen Herzens die Sudreya plündern. Ah ja. Ich hätte die hier draußen die besser. Werden sofort angreifen. Okay, mein Freund, du bleibst erstmal hier. Nase. Einmal, wo sollen wir mit dem hin? Da. Jetzt stirbst du. Das überlebst du nicht, du Narr! Was willst du denn? Komm, komm ich hier jetzt echt nicht raus. Dann wollen wir mal. Ein Haufen Abfall erwartet dein Urteil, König Baröd. Thorstein, Urheber des Plans, mir und meinem Blut aufzulauern. Du weißt doch, wie es ist, Barid. Man braucht Silber. Für seinen König könnte man Düflins Schatzkammer eintauschen. Obwohl ich für dich vielleicht nicht ganz so viel bekäme. Wenn du es befiehlst, schneide ich ihm die vorlaute Zunge heraus. Steh auf, Thorstein. Du blutest meinen Boden voll. Die Entscheidung wiegt schwer. In solchen Zeiten sucht man den Rat engster Freunde. Eivor, wie soll ich mit diesem Rohling verfahren? Schmiede ihn. Eine würdevolle Hinrichtung, ein brutaler Tod, ein grausames Schauspiel. Du bist ein König, du musst
Alle sollen sehen, dass du ein gerechter, entschlossener König bist. Dies ruft nach einer würdevollen Hinrichtung. Wohl gesprochen, Eivor. Ich will keine Blutfehde unserer Kindeskinder, Thorstein. Den Aufruhr bist du nicht wert. Düflin nimmt dein Land und dein Silber. Ich verbanne dich auf ewig. Bei Sonnenuntergang bist du verschwunden. Knie nieder und zeige deine Dankbarkeit. Alles Gute, König. Ich kenne bessere Orte als Düflin. Vater! Warum wähltest du die Schwäche? Gib jedem Feind ein Stück Seil, dann bringen sie bald deinen Strick. Ruhe! Flan Shinnar wird bald ganz Irland beherrschen. Es liegt in seiner Macht, mir und meinem Sohn die Königswürde zu geben oder zu nehmen. Er ist der Knotenpunkt. Doch traut Flan mir nicht. Er glaubt nicht, dass ich wahrlich christlich bin. Indem ich christliche Gnade zeige, beginne ich, seine Meinung zu ändern. Du bist klüger noch, als ich dachte, Vetter. Vielleicht ist Thorsteins Freiheit ein Königreich wert. Doch wird Gnade genügen? Deswegen muss ich den Handel ausbauen. Flan wird erkennen, dass die Stärke von Düflins Häfen die Stärke Irlands ist. Zeige ihm die Macht dieses Handels. Finde etwas Seltenes aus der Ferne, ein Gewürz, einen Edelstein oder eine Waffe. Und dann wird es sein Krönungsgeschenk. Das wird Düflins Reichweite zeigen und helfen, meine Krone zu sichern. Flan wird von deiner christlichen Gnade erfahren. Und ich spreche derweil mit Isar über ein Geschenk. Suche mich vor der Krönung auf. Wir gehen zusammen. Was kommt denn da reingeschlichen? Doch, ein Hund. Na, da ist er wieder. Okay, Freunde, aber der Part ist zu Ende. War doch recht erfolgreich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn wir irische Setter streicheln können. Oh Mann. Für heute war's das. Ich sage erstmal bis dann und ciao.